Zu was für ein Quatsch ich mich aber auch immer einlasse. Jetzt sind wir gerade auf dem Dach von Michele, dem Onkel, und installieren gerade eine Sattanlage. Und ich warte jetzt gerade mal hier. Das Kabel durchführen nach unten in den Keller, und da kommt eine Kopfstelle hin, aber ich erzähle euch nachher gleich noch ein bisschen mehr. Aber der Ausblick hier oben ist cool. Nachdem das letzte Mal so wunderbar funktioniert hat im Video, mache ich einfach wieder so ein kleines Voice-Over über das Video drüber. Dann ist auch das Video alleine selbstständig, wenn man nur Musik hört und das Video sieht, ist es nicht ganz so langweilig, glaube ich. Da könnt ihr mir aber auch ganz gerne in den Kommentaren mal noch irgendwie das eine oder andere dazu sagen. Okay, was wir gemacht haben. Das Problem ist, dass in der Ortschaft, in der Michaelas Onkel wohnt, gab es einen Kabelbetreiber, einen eigenen kleinen, der quasi irgendwo eine große Satellitenschüssel aufgebaut hat, und für die Hausbesitzer war in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Fernsehen quasi per Kabel verfügbar, und diese Dienstleistung hat der Anbieter aber jetzt eingestellt, und die Leute müssen sich jetzt selber ums Fernsehen kümmern, was bedeutet, die meisten schnallen sich eben eine Satellitenschüssel aufs Dach. Problem an der Satellitenschüssel ist allerdings, dass man prinzipiell so ein Sternnetzwerk hat. Das heißt, von der Schüssel weg kann man maximal zu einem Verteiler gehen, aber von dem Verteiler aus muss zu jedem Fernsehgerät bzw. zu jedem Receiver in ihrem Raum ein eigenes Kabel geführt werden. Was bei Kabel-TV nicht der Fall ist. Da kann man an einem Leitungsstrang auch mehrere Fernseher in Reihe hintereinander anschließen. Das geht, wie gesagt, mit einer Satellitenschüssel mehr oder minder nicht. Und was wir jetzt getan haben, ist, wir verwenden den Trick, den auch Hotels verwenden. Und zwar eine sogenannte digitale Kopfstation. Was die tut, ist, die bekommt von einem Quad-LNB vier Kabel. Also die einzelnen Polarisationsrichtungen laufen darüber und die werden unten in der Kopfstation zusammengeführt. Und die wandelt dann das DVBS, also Satelliten, digitale Satellitenfernsehen, um in das, was man von einem Kabelbetreiber auch bekommt. Und dann kann man im Haus die ganz normale verzweigte Kabelstruktur, die man hat, die kann man dann einfach weiterverwenden. Und genau das haben wir uns hier zusammengebaut. Dann unten im Keller noch alles zusammengeschlossen. Und was ganz toll war, wir haben die Satellitenschüssel mit einer Handy-App ausgerichtet und mussten im Nachgang auch nicht mal mehr korrigieren. Also wir hatten ein unheimliches Glück, war gleich perfekter Empfang. Ja, was soll ich sagen? Hat wunderbar geklappt. Es war ein bisschen kalt da draußen, aber wie gesagt, mit der App aufs allererste Mal wunderbar. Gleich ist der Empfang da gewesen. Wir haben am ersten Fernseher einfach einen Sendersuchlauf gestartet und schon war das Bild da. Dann im Nachgang haben wir bei Michaelas Oma, die wohnt im ersten Stock oben, noch lecker Essen bekommen. Und ja, jetzt sind wir nach Hause. Und irgendwie hängt mir aber Hamburg noch so ein bisschen in den Knochen. Das heißt, für mich geht es jetzt noch ganz kurz ab in die Sauna und dann ins Bett. Und ich muss doch ganz dringend nachholen. Ich habe die letzten zwei Wochen fast keine Vlogs nicht geguckt. Und jetzt hat sich die Playlist mal ein bisschen aufgestockt. Also wenn ihr auch Vlogger seid und ich euch folge, dann wisst ihr das ja. Dann nicht wundern, wenn heute noch der ein oder andere Kommentar nachfliegt und es in den letzten Tagen ein bisschen ruhiger war. Also tschüss, bis morgen.